Yo! Ich bin ein bisschen traurig, weil gestern Liverpool 2:0 verloren hat gegen Chelsea. Und jetzt Man City eigentlich. Die haben ja noch einen Spielrückstand. Wenn die das gewinnen sollten, dann wird es für Liverpool richtig schwer. Müssen die das gewinnen. Aber es ist zum Glück keine schwierigen Spiele mehr. Dann spielen wir erstmal gegen Glasgow Celtic. Ja, mal schauen, ob sie es schaffen, Meister zu werden. Ich hoffe es noch. Aber ja, der Gegner kann sich jetzt immer mal nicht entscheiden. Und dann brauchen wir jetzt. Er spielt im BC Play Stadium. Das von Vancouver, also das in Vancouver liegt. Und er hat Giroud in Form. Bei dem läuft und er hat LF Taraptip. Aber dann kommen wir erstmal mit auf Gerard, aber was macht der? Macht einen Fehlpass und dann haben wir noch gehalten zum Glück. Aber dann kommt der Gegner mit Eto'o. Mit Eto'o liegt auf Nani. Nani ist ein sehr guter Dribbler. Das wissen wir alle mit Schwimmstern. Ja, wahrscheinlich, man kommt der Ball da einfach mal durch. Dann kommt der Gegner mit diesem Freistoß. Jo, das gibt's echt nicht. Haut er den Ball hinten in die Ecke. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn ist es. Scheißendreck. Aber dann kommt Sterling Graham. Und ich sag's euch jetzt schon mal eins. Wir holen den Sterling Second Inform nicht, weil er einfach der, ja, weil es einfach, weil der LV einfach besser ist für uns, der LF einfach besser für uns, deshalb benutzen wir nur den. Da haben wir dann das, hat Gerard das 1:1 gemacht. Aber da kommt dann der Gegner mit Javi Cserchi oder Cserchi, der Man City. Und dann treffen sie für Spanier. Aber dann kommen wir gleich gegen Zenit Petersburg. Oh, das ist da la FC Barça, Diego Costa, Jesus Rodriguez, Pepe. Eigentlich ein ganz gut, ja, Pastore ist halt richtig nicht so gut, hätte ich lieber irgendeinen anderen, vielleicht dieses Mal was. Aber dann haben wir uns da den Ball gehört auf Sui. Auf dem Sui und der macht es nicht. Es gibt ja wohl nicht. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir im Team of the Season Suarez auf jeden Fall nett kriegen. Storage bin ich auch noch fraglich. Vielleicht Gerard, aber ja, es ist, da kommt dann dieser Lappenkracher, das ist ja. Kommt die Flanke auf Diego Costa, der lüpft aber dabei hier zum Glück drüber. Aber dann kommen wir mit Luis Alberto und mit Marangeta. Luis Alberto! Oh, ganz knappe Geschichte. Kommt der Gegner mit der Flanke schon in der zweiten Halbzeit. Jo, wahrscheinlich kann er nicht zählen. Und dann kommt Sui, und dann macht er es 1:0. Gegen den FCB, den FCB, den FCB, den FCFCB. Jo, und das darf's dann auch schon gewesen sein. Wir gewinnen 1:0 und das Wasser.